Hallo, ich bin Bettina van Zumthum und ich bin jetzt ganz neu in der Kommunalpolitik. Ich trete das erste Mal zu einer Wahl an, jetzt zur Wahl zum Stadtrat Leipzig am 9. Juni. Ich bin aber auch Direktkandidatin in Leipzig für den Wahlkreis 3, das ist Gohlis, Eutritz und Leipzig-Nord, für den Sächsischen Landtag am 1. September. Und deswegen sind mir die Themen auch total wichtig, dass ich die miteinander verbinde. Ich bin Juristin für Energierecht und das ist auch meine Spezialität. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir die Energiewende gemeinsam so gestalten, dass wir mit Erneuerbaren zu günstigen Strom- und Heizpreisen kommen. Das ist mir ein Herzensanliegen und darüber hinaus ist mein Ziel natürlich, dass wir gemeinsam diesen Veränderungsprozess in dieser Welt gestalten, alles was Transformation ist. Und das liegt mir am Herzen und nach Jahren in der Klimabewegung mit Projekten wie der Klimabuchmesse oder auch den Warming Stripes auf der Sachsenbrücke habe ich jetzt entschieden, komm, ich gehe jetzt ins Stadtparlament rein. Und das hat auch den Hintergrund, dass ich viele Jahre Juristin in der Stadtverwaltung war. Das heißt, ich kenne die Stadtverwaltung wirklich von innen und deswegen möchte ich mich jetzt auch engagieren, mitzumachen. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen. Vielen, vielen Dank.